Dein Produkt ist Schrott. Du hast billig eingekauft. Du hast keine Qualitätskontrolle gemacht. Es ist giftig. Es verletzt deinen Kunden. Es tötet den Hund. Heute sprechen wir über die 5 größten Probleme der Amazon-Händler und wie du denen begegnest. Und warum das vielleicht gar keine Probleme sind, sondern ein echter Wettbewerbsvorteil. Bleib dran. Das Problem Nummer 1 ist der hohe Wettbewerb. Amazon hat eine riesige Anzahl von Verkäufern, die um die Aufmerksamkeit der Kunden konkurrieren. Das macht es für Amazon FBA-Händler so schwierig, sich von der Masse abzuheben und ihre Produkte an die Spitze der Suchergebnisse zu bringen. So die allgemeine Meinung. Meine Meinung dazu, es gibt natürlich eine ganze Menge an Verkäufern auf Amazon. Aber es hören auch genauso viele auf. Wir hören immer nur, wie viele Händler dazukommen, aber nie, wie viele Händler das Handtuch werfen. Und es hält sich die Waage. Und noch eine gute Nachricht in dieser Richtung. Alle beschweren sich über die Konkurrenz aus Asien. Und die Konkurrenz aus Asien lässt lustigerweise nach. 2022 war das erste Jahr in den USA, dass sich mehr US-Companies angemeldet haben auf Amazon als chinesische Companies. Und das hat schon lange nicht mehr gegeben. Das bedeutet, die Konkurrenz aus China wird immer weniger. Und das hat auch seinen Grund. Die Chinesen sind angehalten, durch die Regierung möglichst auf Amazon zu verzichten und ihren eigenen Onlineshop zu eröffnen. Da bekommen sie sogar in letzter Zeit sehr, sehr viele Subventionen, um genau das zu erreichen. Sich aus den Fängen von Amazon zu befreien und ihren eigenen Onlineshop völlig unabhängig zu eröffnen. Denn eins ist ja klar, wenn du weit weg bist von deinem eigentlichen Marktplatz, wenn du beispielsweise in China lebst und in Asien und Europa hast du den Verkauf und deine Lagerware, was passiert denn, wenn Amazon dein Listing sperrt? Wenn deine Artikel plötzlich nicht mehr verkaufbar sind, wohin mit diesen Artikeln? Und das ist ein Riesenproblem für die Händler aus China oder generell für alle Händler, die nicht in dem Land ansässig sind, wo ihr Hauptmarktplatz sich befindet. Und das ist eine Riesenpain. Und aus diesem Grund hassen eigentlich alle Chinesen Amazon. Sie kommen nur nicht dran vorbei. Aber wir warten mal ab. Die Zeit wird es zeigen. Also die hohe Angst vom Wettbewerb zu haben, ist, glaube ich, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo wir anfangen, uns immer mehr zu überreglementieren und es für ausländische Marktbegleiter immer schwieriger machen, der falsche Ansatz, Angst zu haben. Der Grund Nummer 2 ist, Amazon hat hohe Kosten, insbesondere für Lagerhaltung und Versand. Das kann die Gewinnspanne der Händler beeinträchtigen und es schwierig machen, profitabel zu bleiben. Ich nehme es nicht wirklich ernst, weil jeder, der sich so ein bisschen mit Logistik und Versand auskennt, weiß, dass Amazon eigentlich super, super günstig ist. Du findest niemanden da draußen, der es zu dem Preis macht. Ja, per Kubikmeter ist Amazon ein bisschen teurer, da gebe ich dir recht. Ja, aber dafür hast du auch Lagerfläche ohne Ende. Ja, zumindest wenn du einen Lagerbestandsindex im Griff hast, ja, dann hast du einen wirklich guten und zuverlässigen Partner, der auch ordentlich mit deiner Ware umgeht. Ja, wenn du das nicht glaubst, probier ruhig mal einen anderen Fulfillment-Dienstleister aus. Da weißt du, was zum Teil für katastrophale Verhältnisse da draußen herrschen. Punkt Nummer 1. Das Lager ist okay, das ist völlig gut und du hast es tatsächlich auch europaweit. Wenn du nach Spanien dann eben dich verlagern willst und deine Aktivitäten dort ausweiten willst, meldest du PanEU an, schickst deine Ware nach Spanien und du bist on point in Spanien lieferbar. Und das bringt kein anderer Fulfillment-Dienstleister, zumindest nicht die allermeisten. Ein paar können das schon, aber eben die wenigsten. Ja, die Gebühren pro Kubikmeter, ja, die sind zum Teil sportlich, gerade in den Wintermonaten zur Hochsaison, da zahlst du ordentlich drauf. Da macht es vielleicht Sinn, dass du dir ein Zwischenlager suchst, jemand, der deine Ware zum Teil günstig einlagert. Ja, aber das sind so kleine Optimierungsmöglichkeiten. Das kann man dann im Nachgang machen. Und dann der Versand. Der Versand ist natürlich eine Frechheit, wenn Amazon für ein DHL-Paket 2,50 Euro nimmt oder 3 Euro. Versuch das mal als Händler zu den Konditionen bei DHL im wahrsten Sinne des Wortes einzutüten. Das funktioniert nicht. Wir waren Händler, die hatten so 30.000 bis 50.000 Pakete pro Jahr. Und wir sind nicht an die Tarife herangekommen, die Amazon einem ganz normalen FBA-Händler anbietet. Bei weitem nicht. Überhaupt keine Chance. Und DHL war aus meiner Wahrnehmung auch gar nicht so schnell wie Amazon. Das heißt, wir hatten da nur Vorteile in der Form, FBA die Ware möglichst umfassend zu verschicken. Und nur das, was überhaupt nicht ging, das haben wir dann selber verschickt. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn die Ware mal irgendwann verschwindet, und das passiert leider viel zu häufig bei DHL, dann ist das nicht dein Bier, dann ist das tatsächlich eine Geschichte, wo sich Amazon drum kümmern muss und sie tun es auch. Und du kriegst sogar deine Ware ersetzt, ohne lange Formulare ausfüllen, ohne große Diskussion.
Also, Lager und Versand, da lasse ich nichts auf Amazon kommen. Es gibt keinen besseren Service und das ist kein Argument, nicht mit FBA einzusteigen und das ist auch kein Problem. Der Grund Nummer 3 sind Regeländerungen. Amazon ändert regelmäßig seine Richtlinien und Anforderungen für Verkäufer. Das kann dazu führen, dass Händler ihre Geschäftspraktiken ändern müssen, was Zeit und Ressourcen kostet. Die letzten Änderungen, die mir wohl bewusst sind, sind Änderungen, die nicht Amazon selber erfunden hat, sondern auf Grundlage von Vorgaben unserer Regierung waren. Ich sage nur die Verpackungsverordnung, da hat Amazon nichts mit zu tun. Das ist eine Regierungsgeschichte, die aber Amazon gezwungen ist, mit durchzusetzen. Die neue Elektro-G-Richtlinie, auch das wurde von der Regierung aufgedrückt. Ebenso die Steuernummer, die jetzt eingereicht werden muss und natürlich am Ende des Tages die Produktkennzeichnungspflicht, was wahrscheinlich den allermeisten da draußen am meisten wehgetan hat, aber demzufolge auch am allgegenwärtigsten ist. Das sind Dinge, da kann Amazon nichts für. Da sind sie mit ins Boot gezerrt worden von unserer Gesetzgebung. Und sie sind bloß der verlängerte Arm. Das passiert ja bei jedem. Und das ist auch nicht nur Amazon, die Regeln diesbezüglich geändert haben müssten, in Anführungszeichen, denn alle Fulfillment-Dienstleister da draußen sind ebenfalls mit im Boot und müssten diese Reglementierung mit umsetzen. Ob es tun? Man weiß es nicht. Auf der anderen Seite ändern sie natürlich intern ihre Term of Service regelmäßig. Das hat aber nur den Grund, um die Endkunden zu schützen. Ja, zu schützen vor betrügerischen Zellern, die es nun mal da draußen gibt. Ja, Verkäufer, die das System ausnutzen und ausloten, aushöhlen, möchte ich mal so sagen, um sich daran unrechtmäßig zu bereichern. Und das ist nicht cool. Das tut uns allen weh, die auf Amazon handeln. Und deswegen hat jede Regeländerung einen Grund. Ein Grund der schamlosen Ausnutzung des Systems. Ich sage nur, das Rezensionsmanagement oder Bewertungsmanipulation, das hat ja vor einigen Jahren massiv Ausmaße angenommen, so dass Amazon gar nichts da übrig geblieben ist, als da einzuschreiten. Ja, gerade schon, wenn dieser Umstand oder dieser Missstand, möchte ich mal sogar sagen, schon den Weg in die Presse gefunden hat, dann ist Amazon sogar gezwungen zu reagieren, ansonsten werden sie unglaubwürdig. Und es wird eine Lücke geschlossen, eine Lücke, die dabei hilft, mehr Gerechtigkeit auf dem Marktplatz zu erlangen. Also eigentlich hilft es den rechtmäßigen Händlern auf Amazon. Und demzufolge ist es auch kein Problem. Ja, Problem ist es nur, ein bisschen darauf zu reagieren. Aber der von Anfang an alles richtig macht, der muss da wirklich nicht viel umsetzen. Und jetzt kommt Nummer 4 und da haben, glaube ich, alle drauf gewartet. Negative Bewertung und Feedback. Negative Bewertung und Feedback von Kunden können die Sichtbarkeit und den Umsatz von Produkten beeinträchtigen. Ja, was für ein Wunder, aber es ist tatsächlich so. Aber das Problem ist natürlich vielschichtig. Schaut man sich die erste Schicht an, dann hat der Kunde recht. Dein Produkt ist Schrott, du hast billig eingekauft, du hast keine Qualitätskontrolle gemacht. Es ist giftig, es verletzt deinen Kunden, es tötet den Hund. Ja, das kann sein und deswegen kriegst du schlechte Bewertungen. Wenn du hier nicht aufpasst, dann hast du die sogar zu Recht gesammelt. Ja, und das ist nicht unfair, das ist das System. Ja, wenn du gute Qualität machst, wenn du hervorragende Artikel den Kunden lieferst, die ein Problem lösen, die den Kunden glücklich machen, die alle Erwartungen erfüllen, dann gibt es im Normalfall auch keine schlechten Bewertungen. Eine schlechte Bewertung wäre in dem Fall, dass du gar keine bekommst. Ja, und alle anderen Kunden geben dann gute Bewertungen. Das wäre ein organisches Wachstum. Ich gebe zu, in dem deutschsprachigen Bereich ist es nicht so schick und modern, gute Bewertung abzugeben. Nein, eigentlich nicht. Aber manchmal hast du ja Glück und findest jemanden, der dir eine gute Bewertung gibt. Ja, die Manipulation diesbezüglich ist natürlich verboten, verstößt gegen die Term of Service. Das hatten wir schon in 3, weil das System wurde ja zuhauf gegamed durch Serviceplattformen und durch Facebook-Gruppen und wo nicht immer. Das ist Nummer 1. Nummer 2, und das ist das Unfaire, und das finde ich allerdings auch unfair, und das ist auch ein Problem, das ich gelten lasse. Nicht das Problem, dass du schlechte Qualität herstellen lässt und dich dann beschwerst, dass du schlechte Bewertungen bekommst, sondern dass du Wettbewerber hast, die dich absichtlich schlecht bewerten. Ja, Schwester, Bruder, Tante, Hund bestellt bei dir den Artikel und bewertet dich dann absichtlich schlecht. Das ist unfair und das ist tatsächlich ein Problem, das muss Amazon noch in den Griff bekommen. Ja, um da einen besseren Algorithmus und mehr dem Kunden zuhören zu können, um einfach hier ein bisschen mehr Gerechtigkeit walten zu lassen, so will ich sagen. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich nur ein ganz kleiner Prozentsatz, wo das tatsächlich
vorkommt. Und unter uns, ein Produkt mit 5 Sternen hat nicht so eine hohe Conversion wie ein Produkt mit 4,5 Sternen. Dann bei 5 Sternen glaubt man grundsätzlich an Manipulationen, dass da irgendwas nicht stimmt. Bei 4,5 Sternen nimmt man das dem Produkt eher ab, dass die Bewertung, die diese 4,5 Sterne hervorbringen, tatsächlich auch organisch und echt sind. 5 Sterne ist eigentlich nicht so gut. Das heißt, wer 5 Sterne hat, der kann sich freuen, dass sein Wettbewerber ihm mal eine schlechte reinknallt, damit es auf 4,5 runtergeht, um die Conversion einfach zu verbessern. Aber grundsätzlich, ja, gebe ich dir recht, das ist ein Problem. Wettbewerber, die dich negativ bewerten, verstößt natürlich aber auch gegen die Term of Service. Wenn der Kollege dabei erwischt wird, was allerdings ziemlich schwierig ist nachzuweisen, dann gibt es da auch von Amazon direkt einen auf den Deckel. Und jetzt kommt Nummer 5 und das ist der Knaller und deswegen habe ich mir das auch bis zum Schluss aufgehoben. Beschlagnahmung oder Sperrung von Produkten auf dem Marktplatz von Amazon. Amazon kann Produkte beschlagnahmen oder sperren, die gegen ihre Richtlinien verstoßen, wie zum Beispiel gefälschte oder geschützte Markenprodukte. Dies kann dazu führen, dass die Händler ihre Produkte und ihr Kapital verlieren und ihre Geschäftstätigkeiten beeinträchtigt sehen. Ja, natürlich, wenn ich gefälschte Ware auf Amazon verkaufe, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich erwischt werde. Und dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn meine Artikel gesperrt werden und ich vielleicht sogar eine Anzeige bekomme. Ist doch klar, ich verstoße gegen geltendes Recht. Ja, aber auch wenn ich meiner Kennzeichnungspflicht nicht nachkomme, wenn ich vergesse, meinen Firmennamen auf den Karton zu packen, ja, dann natürlich darf ich den Artikel nicht mehr verkaufen. Ich habe ein Vertriebsverbot. Das ist das Problem. Amazon ist da weniger involviert. Das ist weniger eine Reglementierung von Amazon. Das ist das Befolgen von rechtlichen Grundsätzen, wo Amazon ebenfalls angehalten ist, die durchzusetzen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, Produktkennzeichnungspflicht. Fehlt der Importeur bzw. der Hersteller auf der Verpackung von einem Artikel, der bei Amazon verkauft wird, habe ich ein Vertriebsverbot. Das ist keine Reglementierung von Amazon, das ist höchste Gesetzgebung. Genauso, wenn ich beim Verpackungsregister nicht angemeldet bin, darf ich keinen Artikel verkaufen über Amazon. Ich habe ein Vertriebsverbot generell, weil ich mich da eben nicht registriert habe. Ja, und genau dieser Umstand ist es, wenn Artikel tatsächlich bei Amazon gesperrt werden oder zum Teil auch beschlagnahmt, weil ich massiv gegen geltendes Recht verstoßen habe. Und da kann man Amazon überhaupt keinen Vorwurf machen. Die sorgen dafür, dass es einigermaßen reglementiert hier am Markt zugeht. Denn alleine durch die Durchsetzungskraft von Amazon zahlen jetzt viel mehr ausländische Unternehmen ihre Steuern in Deutschland. Gibt es tatsächlich Verpackungen auch aus Asien, die den Reglementierungen entsprechen? Die meisten oder sogar alle sind bei dem Verpackungsregister jetzt angemeldet und zahlen schön ihre Abgaben, ebenso wie beim Elektro-G-Gesetz. Ja, auch da zahlen sie mittlerweile alle ihre Abgaben. Das heißt, diese gesamten Vorteile, wo wir uns vor Jahren noch beschwert haben, dass die Asiaten das einfach ignorieren, das gibt es nicht mehr. Jeder zahlt die gleichen Gebühren mittlerweile. Gott sei Dank. Und das ist kein Nachteil, das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, alle, die ordentlich arbeiten, die wissen, was sie tun, die strukturiert sind, die haben keine Probleme. Zumindest diese 5 Probleme, die ich jetzt hier aufgezeigt habe, sind keine Probleme. In Klammern mit den Bewertungen vielleicht ein bisschen, ja, wenn man unfaire Wettbewerber hat. Ansonsten geht alles sehr reglementiert und wir können froh sein, dass es so läuft, wie es jetzt läuft. Das macht den Markt viel, viel gerechter und endlich müssen alle Marktbegleiter mit den gleichen Spielregeln spielen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann gerne den Daumen nach oben drücken und lass es mich in den Kommentaren wissen. Was ist dein größter Pain Point bei Amazon? Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.